Herzlich willkommen zum Work and Travel Podcast. Heute geht es darum, wie ihr euren Trip nach Australien plant und wie das alles ablaufen muss, ablaufen soll, was ihr beachten müsst, was ihr braucht und wie viel es kostet. Ja, dann schauen wir mal rein. Ich habe ein paar Fragen schon aufgeschrieben und werde euch da die Antworten liefern. Also es geht darum, Work and Travel ist ja viele ein Begriff, viele kennen es, aber wissen nicht genau, was man sich darunter vorstellen kann. Also beim Work and Travel bedeutet es eigentlich nur, dass ihr ein Visum habt, das Working Holiday Visum, und mit dem seid ihr berechtigt, ein Jahr lang in Australien zu arbeiten. Wie ihr dieses Jahr aber gestaltet, ist vollkommen euch überlassen. Ihr könnt rumreisen, ihr könnt aber auch die ganze Zeit irgendwo in einer Stadt bleiben und die ganze Zeit arbeiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Da gibt es ein paar Einschränkungen, auf die werde ich nachher noch mal kurz genauer kommen, sobald wir zum Punkt Visum gekommen sind. Wenn man sagt, ich gehe nach Australien Work and Travel machen, bedeutet das eigentlich nur, dass man ein Jahr lang sich Zeit nimmt oder ein halbes Jahr, wie auch immer, wie lange man das machen will, und in der Zeit einfach sich eine Auszeit nimmt und mal was anderes macht und raus aus dem Alltag kommt, hier aus dem europäischen Alltag. Einfach mal wo komplett anders hingeht und was komplett anderes macht. Und viele nutzen es als Zwischenjahr, als Brückenjahr zwischen dem Schulabschluss und dem Studium oder wie auch immer, oder der Berufsausbildung. Ja, also im Groben und Ganzen war es das über den Begriff Work and Travel. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder noch was dazufügen wollt, was ich hier im Podcast sagen soll, dürft ihr mir gerne eine Mail schreiben. Ich sage euch nachher am Ende von dem Podcast die E-Mail-Adresse von meinem Podcast. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das Working Holiday Visum, was ist das? Also das Working Holiday Visum wird direkt bei der australischen Regierung beantragt. Das könnt ihr übers Internet machen. Da seht ihr jetzt auch hier einmal den Link, und ich tue es auch noch in die Beschreibung von dem Podcast, damit ihr das Ganze hier nicht abtippen müsst. Da könnt ihr direkt den Antrag stellen und eure Sachen eintippen, und es geht auch ziemlich schnell. Ihr habt innerhalb von ein, zwei Tagen habt ihr eigentlich immer die Bestätigung, dass das angenommen wird, weil in den meisten Fällen wird das auch angenommen. Kosten tut die ganze Sache 230 Australian Dollar, das sind umgerechnet circa 150 Euro, und mit dem Wisch seid ihr nachher berechtigt, ein Jahr lang in Australien zu arbeiten. So, da sind bestimmte Grenzen gesetzt. Es ist vorgegeben, dass ihr nicht länger wie 6 Monate bei einem Arbeitgeber sein dürft. Und ihr müsst im Alter von 18 bis 30 Jahren sein. Und sonst könnt ihr das natürlich machen. Ja, nächster Punkt. Lasst mich schauen. Ja, ist ein Jahr gültig, sehe ich hier gerade. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise zur nächsten Frage, die ich jetzt gerade nicht weiß. So, bevor ich jetzt aber zum Thema Fliegen komme, noch was schnell was Kleines über die Entscheidung, überhaupt Work and Travel in Australien zu machen. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr jetzt nach Australien gehen wollt, und ihr habt zum Beispiel jetzt nicht direkt irgendeinen Kumpel oder eine Freundin, mit der ihr das machen wollt, und wollt es deswegen vielleicht auch nicht riskieren. Also ich kann euch nur sagen, traut euch, macht's alleine, wenn ihr sonst niemand habt. Ihr lernt dort auf jeden Fall jemanden kennen, der mit euch rumreist. Es sind in den Hostels so viele Backpacker unterwegs, die genau das Gleiche machen wie du. Und auch gerade insgesamt in Australien, man lernt sehr schnell sehr viele Leute kennen. Für mich selber war es jetzt eben auch die Situation, dass meine ganzen Jungs alle anfangen mit einer Ausbildung oder mit dem Studium, und ich dann alleine da stand und es eigentlich komplett absagen wollte. Aber dann habe ich mit einer Kollegin von mir drüber gesprochen in der Arbeit, bei meinem Nebenjob, und die meinte, sie ist auch alleine hingegangen, 2 Monate wollte sie bleiben, daraus sind 2 Jahre geworden. Sie hat gemeint, so ziemlich die geilste Zeit ihres Lebens, und ich soll es doch einfach machen. Und danach bin ich irgendwie heimgegangen und habe mir gedacht, ja, wieso eigentlich nicht, und versuch's halt. Und habe mich ein bisschen informiert im Internet, auf ein paar Internetseiten rumgeschaut, und 3 Tage später habe ich meinen Flug gebucht. So, deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, macht's, traut euch und macht's nicht von anderen abhängig, sondern zieht euer eigenes Ding durch. So, jetzt eben gerade zu dieser spontanen Entscheidung von mir, dem Flugticket.
Da will ich euch nämlich davor bewahren. Ich war ein bisschen zu eilig und habe ein Flugticket gebucht. Ich habe jetzt ein One-Way-Ticket mit Emirates Airlines gebucht, von Paris aus nach Sydney mit Zwischenstopp in Dubai für 9 Stunden nachts, also total beschissen. Und ich zahle recht viel. Ich zahle 800 Euro für One-Way und jetzt im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, es gibt Angebote im Internet, da kriegt ihr für 1000 Euro einen Hinflug und dürft euch dann, dürft dreimal, glaube ich, euer Rückflugdatum ändern. Das Ganze für unter 1100 Euro mit Gebühren, was eigentlich ein ziemlich geiles Angebot ist. Ihr fliegt da von Frankfurt. Das Angebot findet ihr bei reisebiene.de, eine sehr coole Homepage, wenn es um Sachen wie Work and Travel in Australien geht. Der Link steht jetzt nochmal kurz hier und natürlich nachher noch in der Beschreibung zum Anklicken. Und da werden nochmal ein paar andere Seiten auch folgen. Also heute gibt es eine ganze Linkschlacht hier bei mir auf dem Podcast. Und ja, kurz so zum Flug allgemein, also im Großen und Ganzen nach Australien zu fliegen, ist wohl das Weiteste, was ihr machen könnt. Es sind 23 Stunden Flugzeit. Ich persönlich, das werdet ihr auch sehen, ich werde wahrscheinlich sehr viel Zeit zum Filmen und zum Schneiden haben auf meiner Reise. Ich werde 3 Tage unterwegs sein. Ich fliege 3 Uhr nachmittags in Paris los. Dann geht es nach Dubai, da komme ich dann irgendwann um 12 Uhr rum an. Habe dann von 12 Uhr bis 9 Uhr morgens einen Aufenthalt in Dubai und fliege dann nach Sydney weiter und komme dann um 6 Uhr morgens. Also ich fliege am Mittwoch los und komme am Freitag 6 Uhr morgens in Sydney an. Freue ich mich schon drauf. Und ja, insgesamt der Flug 23 Stunden. Ihr werdet keinen Flug finden, der hier von Deutschland direkt fliegt, sondern es geht immer irgendeinen Zwischenstopp. Sei es jetzt eben bei mir Dubai oder bei den anderen Fliegern Singapur oder sonst was. Achtet auf jeden Fall auf den Preis. Checkt das Angebot bei Reisebiene. Ist echt geil für 1000 Euro hin und zurück. Kann man nichts falsch machen. Und ich höre jetzt mal auf für heute, sonst gehen mir nachher noch die Themen aus. Es sind noch 29 Tage bis zu meinem Flug. Und werde jetzt in der Zeit bestimmt nochmal einen Infopodcast rausbringen mit nochmal grundlegenden Sachen. Ich hoffe euch, ja, ihr seht schon, ich bin schon hier nicht mehr am fittesten hier, was das Labern angeht. Ich hoffe, euch hat die Folge diesmal auch wieder gefallen. Ich habe jetzt gesehen, in iTunes war ich jetzt heute auf Platz 16, was in der Kategorie Gesellschaft und Kultur bei den Videopodcasts, was mich sehr gefreut hat, unter den Bestsellern, Top 20. Wäre natürlich geil, wenn es noch ein bisschen hochgeht. Ist natürlich jetzt auch schon echt Hammer. Ich bin echt stolz auf euch, dass ihr hier mich anschaut und euch das gebt. Ich habe jetzt mir auch eine E-Mail-Adresse für den Podcast gemacht. Es wäre echt geil, wenn ihr mir Fragen schickt, wenn ihr mir Feedback schickt. Egal was, Kritik, schickt's an. Die Adresse auch natürlich wieder nachher in der Beschreibung drin. Und guckt euch auch meine Homepage an, die ich zu dem Podcast habe. Da werden natürlich im Laufe der Zeit die ganzen Bilder und Videos dann folgen. Jetzt ist da noch nicht sehr viel drauf, nur ein paar Basic Infos und ein Countdown, wann es losgeht. Und ja, was habe ich noch? Ich sage euch jetzt schon mal eine andere coole Seite auch, wo ihr sehr, sehr viele Infos herbekommt. Das ist der da unten. Australienblog.com, sehr, sehr coole Seite, hat mir bei vielen Sachen weitergeholfen. Dort findet ihr auch nochmal in Zusammenfassung, was so geht mit Visum und bla. Ja, und dann sage ich gute Nacht. Ich schneide das hier noch zu Ende, stelle es online und gehe dann pennen. Ciao.